Hallo und willkommen meine Angelfreunde zurück zu The Fisherman Fishing Planet, der Buy-to-Play-Version von Fishing Planet, der Free-to-Play-Version. Ja, wenn das so schwierig ist, dem sei gesagt, dieser Guide räumt ein bisschen auf und hilft dir, dich in dem Wirrwarr klar zu finden, was du jetzt am besten machen solltest. Und wie gesagt, es hat sich einiges in der The Fisherman-Version, der Buy-to-Play-Version von Fishing Planet, der Free-to-Play-Version, ich sag's immer gerne, geändert. Und das möchte ich euch zeigen heute in diesem Video. Denn wir gehen auf den einzigartigen blauen Sonnenbarsch und den werden wir uns heute ergattern. Und dazu müsst ihr einiges erledigen bzw. ausrüsten, damit ihr gute Chancen habt, den blauen Sonnenbarsch zu bekommen. Als erstes würde ich euch mal mein Equip vorstellen. Ich habe mich für die Omniflor 350, das ist eine Matchroute entschieden, die erste Matchroute mit Level 5, die ihr bekommen könnt. 1 bis 3 Kilo reichte dicke aus. Dann habe ich mir die Aspira Slim 1000 geholt. Die sieht ziemlich gut aus. Hat auch einen guten Recovery-Wert mit 2,3 Kilo. Die kann man später dann auch auf einer Ultralight draufhauen. Also wirklich eine sehr, sehr tolle Rolle. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die beste für die Matchroute, aber auch keine schlechte. Also können wir die nehmen und wir halten die auch bei. Dann habe ich die Monoschnur, ihr könnt ja hier dann selber klicken, 02 mit 1,8 Kilo. Dann habe ich ein Level 2, beziehungsweise nicht Level 2, Größe 2 Schonhaken draufgepackt. Der kostete allerdings ein Baitcoin. Müsst ihr nicht, ihr könnt auch einen ganz normalen Haken kaufen. Aber ich bin aus Überzeugung Angler mit in der Realität mit Schonhaken. Und somit werde ich auch mit Schonhaken hier im Spiel fischen. Ja, also, ihr könnt die Variante nehmen zwischen Größe 2 bis Größe 4. Ich habe mich für die Größe 2 entschieden. Dann habe ich mich vor allen Dingen für den schlanke Pose entschieden. Am liebsten hätte ich natürlich einen Sportschwimmer, aber von meinem Level her habe ich noch keinen Zugriff auf einen Sportschwimmer, denn dieser Schwimmer ist 13 x 1 cm lang, hingegen der Standardschwimmer ist 14 x 2 oder so. Ne? Also der ist dicker und den ziehen die schneller weg. Gut, ich habe mich für die Grillen entschieden, denn den blauen Sonnenfisch kann man mit Grillen fangen, man kann den aber auch mit Teigbällchen, also hier die beiden, ob Teigbällchen oder Grillen, bleibt gleich, ja, also ihr habt immer die Möglichkeit, den entweder mit den Teigbällchen oder mit den Grillen zu fangen, könnt ihr mal selber probieren, was ihr möchtet, wir werden beides gleich mal ausprobieren, damit wir den blauen Sonnenbarsch als einzigartige Version rausfinden. Denn dann kann ich euch auch zeigen, was der Unterschied zwischen Fishing Planet und zwischen The Fisherman ist, wofür dieser Guide denn hier auch gedacht ist. So, dann hätten wir das Angel-Equip abgearbeitet. Ich angel so auf einer Höhe von 58 cm. Das erscheint für mich wirklich eine gute Tiefe zu sein, wo ich auch jetzt öfters in der Closed Beta den einzigartigen gefangen habe. So, was ihr auf jeden Fall noch mitnehmen solltet, ist eine fortgeschrittene Lizenz für Missouri. Die könnt ihr ja hier kaufen, Lizenzen, dann geht ihr hier auf Missouri fortgeschrittene, die kostet euch 750 normale Ingame-Währung. Die würde ich einmal kaufen, die ist unlimited. Ihr seht, ihr habt keine Einschränkungen mehr und hier die ist auch unlimited haltbar, die läuft nicht aus oder sonst was. Was man hat, das hat man. Und ich würde euch empfehlen, die zu kaufen. Macht das, tut das. So, wir werden jetzt nach Mudwater River losreisen, um den einzigartigen blauen Sonnenbarsch zu fangen. Ich hoffe, wir können ihn fangen. Wir reisen mal schnell dahin, um schnell einen einzigartigen zu fangen, um dann schnell wieder zu Hause zu sein, wäre natürlich das Beste. Aber ich glaube, mit den einzigartigen kann ich euch wirklich zeigen, welches Potenzial jetzt in The Fisherman steckt gegenüber Fishing Planet. Ne? So, wir werden den ganz südlichsten Punkt nehmen, das ist hier unten den. Den werden wir auf jeden Fall für unseren einzigartigen nutzen. Wir schauen mal kurz das Wetter, okay, das ist bewölkt. Dann würde ich so sagen, wir fangen so um 11 Uhr an. Und deswegen schnacken wir gar nicht lange, wir stellen die Zeit dann auf 11 Uhr und positionieren uns am Wasser,
damit wir uns da schnell den einzigartigen rausfischen können. Ne? So, also T gedrückt, dann einmal 11 Uhr bitte. Zeit vorspulen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Möglichkeit haben. Wir haben, wie gesagt, das Equip erklärt, durchgearbeitet, abgearbeitet. Ihr seht da hinten den Stein. An den Stein orientiere ich mich immer. Früher hat man gesagt, man orientiert sich dort an diesem Baumstamm, der ins Wasser ragt, da den großen. Ich nutze aber allerdings den Stein und hier, wo meine Rutenspitze ist, seht ihr so ein bisschen Gestrüpp im Wasser, ne? Und ich sag mal, ich schmeiß immer so hinter dem Gestrüpp aus und lasse den dann treiben von links nach rechts. Wenn ihr das Ende, das Gestrüpp rechts erreicht und ihr keinen Biss habt, könnt ihr reinholen. Aber ihr seht, ich habe eigentlich sofort schon wieder Biss. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet, ob wir den einzigartigen fangen können heute und ob wir es schaffen, bevor der Kescher voll ist. Wie gesagt, der Kescher hat nur 7 Kilo. Das wird jetzt nicht die Welt sein. Das werden vielleicht haben wir ihn in 2, 3 Fischen. Vielleicht müssen wir wirklich etwas länger angeln. Das werden wir jetzt mal feststellen. Es ist einer eingestiegen gerade, aber der macht keinen Anschein, irgendwie weiter den Köder zu berauben. Jetzt geht er noch mal ran, aber wenn wir rechts das Feld, oh, da habe ich schon was. Das ist schon verdächtig. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen, Freunde. Wir sind jetzt das erste Mal hier und mein erster Fisch ist direkt ein einzigartiger blauer Sonnenbarsch. Ja, mehr kann man eigentlich nicht tun. Das ist das, was ich euch zeigen wollte, wie man die einzigartigen fängt. Aber das Problem an der Sache ist nicht das Problem, sondern ihr seht hier die Fische. Das ist der Unterschied zwischen Fishing Planet und zwischen The Fisherman. In The Fisherman ist eigentlich das implementiert, was schon in der Beta 2014 bzw. 15 vorhanden war. Früher hat man für einzigartige Fische hat man Gold bekommen. Gold wurde zu Baitcoins und in dieser Version, in dieser Buy-to-Play-Version, die ihr einmal gegen Echtgeld kauft und dann alles mit Ingame, jedes DLC, was herauskommt, in Ingame-Währung kaufen könnt, ist so angelegt, dass ihr nämlich Baitcoins wieder mit einzigartige Fische verdient. So, das Problem an der Sache ist, so ein DLC wird nachher 1700 Bitcoins kosten. Das ist jetzt erstmal für euer Real Geld oder Real Money nicht wirklich relevant, aber ihr müsst natürlich schon einige Fische fangen und da werden wir jede Menge Tutorials machen, wie ihr ganz, ganz schnell die Bitcoins verdienen könnt. Ich glaube, 2015 hatte ich irgendwie an die 100.000 Gold, wären 100.000 Bitcoins gewesen. Als die erste Beta von Fishing Planet war, da gibt es einige Tricks, wie man da rankommt. Ihr seht, wir kommen hier an den See, der erste Fisch, direkt ein einzigartiger. So soll es sein. Wir können ja mal einfach testen, jetzt die nächsten 5 Minuten noch, ob wir noch mal einen bekommen. Wir haben natürlich jetzt ein Bitcoin verdient, ja. So, und wenn jetzt selbst eine Premium-Angelroute im Angelshop, wenn die jetzt, sage ich jetzt mal, 20 Bitcoins kostet, soll euch doch überhaupt egal sein. Dann geht ihr hier hin, stellt euch jetzt mal einen halben Tag hier hin oder was und dann fangt ihr eure 20 Fische, die einzigartigen und habt denn da 20 Baitcoins und kauft euch die Rolle. Also wir sind wirklich ganz, ganz weit weg. Also kann man überhaupt von Pay-to-Win reden? Ich glaube eher nicht, sondern von Zeitersparnis. Denn angeln mussten wir ja alle und wir werden jetzt noch fairer für die Leute und deswegen, so fängt man den einzigartigen blauen Sonnenbarsch. Mal gucken, ob es eine Eintagsfliege war oder ob wir vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, einen rauszuziehen. Wir gucken es uns einfach an, war es Glück, war es kein Glück, keine Ahnung. Aber mit diesem Setup garantiere ich euch, fangt ihr eure einzigartigen Fische, wir hängen fest, das werdet ihr jetzt auch sehen. Das sieht man auch sofort.
So, dann gehen wir lieber ein klein bisschen weiter noch raus. Also wenn er vom Anfang des Videos hingeht und sagt ganz einfach, okay, wir gucken mal, welche Einstellungen der hat, dann werdet ihr eure einzigartigen Fische fangen. Das ist gar keine Frage, da steigt wieder einer ein. Aber das werden jetzt natürlich nicht immer einzigartige sein. Aber das ist jetzt hier schon ein gutes Setup, wo ihr die rausbekommt ziemlich früh. Und es gibt Baitcoins und ihr bekommt viel EP. Das ist doch eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir jetzt hier eine einzigartige rausholen. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Was wir denn da alles so bekommen. Da haben wir einen weißen Crappie. Auch sehr interessant. Der weiße Crappie kann ich euch mal zeigen, obwohl wir jetzt hier in einem anderen Guide sind. Der weiße Crappie, schaut mal hier, Fischarten. Weißer Crappie, was der bevorzugt. Und ich glaube nicht, ihr seht hier nichts von Grillen, ne? So, und ich kann euch versichern, dass mit den Grillen ihr viele, viele weiße Crappies fangt. Also geht nicht immer danach, was das Spiel euch sagt, sondern geht auch mal danach, was euch euer Instinkt sagt. Könnte so ein weißer Crappie auf eine Grille beißen? Ihr seht's, ihr habt jetzt hier das beste Beispiel bekommen. Ja, es funktioniert und es steht sogar nicht da drin, ne? So, wir machen jetzt noch zwei, drei Auswürfe und dann schauen wir mal. Dann sollte dieser Guide, wie gesagt, abgearbeitet sein. Ich werde euch jeden einzelnen Fisch, den ihr einzigartig fangen könnt, hier auf diesem Kanal vorstellen und euch ja wirklich zu zeigen, dass man damit auch richtig viel Baitcoins verdienen kann. Und dass wir uns jetzt in einer Version befinden, die wir uns eigentlich lange gewünscht haben, die aber auch schon von Anfang an eigentlich bei Fishing Planet vorhanden ist. Aber die Entwickler müssen und sollen ja natürlich auch etwas verdienen. So, die Frage ist ja jetzt natürlich nur, was ist interessanter? Ist jetzt interessanter, oh, das müsste ein Forellenbarsch sein. Ein junger Forellenbarsch, der springt so komisch, oder? Ja. Was ist jetzt interessanter? Oh, ich bin schon Level 9 wieder. Was kriegen wir denn hier für neues Zeugs? Der heiße Shit hier, die Ultralight, die muss ich auf jeden Fall haben. Da komme ich ja nicht drum herum. Nachtköder, Glocken, Pinkies. Oh, schöne Sachen wieder. Neu im Shop zu bekommen. Komm, einen versuchen wir noch und dann sollen wir auch schon wieder hier beenden. Normal zieht man hier die einzigartigen wie die Hölle. Aber wie gesagt, ich muss ja jetzt hier nicht sagen, so und so müsst ihr machen und ihr habt immer einen dran. Das ist natürlich auch Angeln, ne? Und Angeln hat auch viel mit Glück zu tun. Wenn man weiß, wie es geht, macht man es sich einfacher. Aber wir werden jetzt nicht dauerhaft einzigartige fangen. Das auf keinen Fall, ne? Na, es steigt schon wieder keiner ein da. Also, dann soll es so sein. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr letztendlich, wenn ihr auf Level 50 gelevelt habt in Fishing Planet, auch rüber wechselt zu The Fisherman Fishing Planet und hier nochmal sagt, okay, ich level nochmal bis 50 hoch. Der Grind, der war hart in der Free-to-Play-Version, gar keine Frage. Aber werdet ihr es euch nochmal antun und werdet ihr euch überhaupt The Fisherman kaufen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, denn das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt natürlich das Video guckst, um nach Einzigartige zu suchen, dann wirst du wahrscheinlich schon das Spiel gekauft haben. Von daher erübrigt sich die Frage. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt hier in der Beta. Wir haben jetzt wieder hier einen Sonnenbarsch. Und ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. So fangt ihr den einzigartigen Sonnenbarsch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.